Für die Beurteilung der Baugrundeigenschaften Boden als Baustoff bzw. Boden als Baugrund dienen Feld- und Laborversuche. Vor allem bei den Feldversuchen, auch In-Situ-Versuche genannt, hat man die Möglichkeit, den Baugrund wirklich einmal vor Ort im eingebauten oder im natürlich anstehenden Zustand zu untersuchen. In diesem Video möchten wir Ihnen den statischen Plattendruckversuch nach DIN 18134 vorführen. Dabei wird eine vorher definierte Prüffläche durch eine Lastplatte belastet und die zugehörige Verformung der Lastplatte gemessen. Aus den daraus ermittelten Kennwerten kann man dann später beurteilen, ob die Verdichtungseigenschaften bzw. die Eigenschaften des Bodens an dieser Stelle geeignet sind für den jeweiligen Zweck. Für die Versuchsdurchführung ist zunächst das Plattendruckgerät erforderlich, das in der Regel aus einer Belastungseinrichtung mit Hydraulikpumpe, Hydraulikzylinder und der eigentlichen Lastplatte besteht. Üblich sind dabei Lastplatten mit Durchmessern von D gleich 300 mm, 600 mm bzw. 762 mm. Im Verkehrswegebau wird der Plattendruckversuch in der Regel mit einer Lastplatte von 300 mm, also 30 cm Durchmesser durchgeführt. Neben der Kraft auf die Platte, die über eine Kraftmesseinrichtung aufgezeichnet wird, spielt auch die Setzungsmessung eine große Rolle. Diese wird oft über eine Hebelkonstruktion und eine Messuhr durchgeführt. Als Widerlager für die Belastung dienen in der Regel schwere Baugräte wie Bagger, Verdichtungswalze oder ein beladener LKW. Für die Auflage der Lastplatte ist eine entsprechend große Prüffläche vorzubereiten. Die Bodenoberfläche ist innerhalb der Auflagefläche mit geeigneten Hilfsmitteln, zum Beispiel einem Stahllineal, einer Maurerkelle oder auch durch eine Wasserwaage oder das Schieben und Drehen der Lastplatte möglichst eben herzustellen. Lose Bodenteile sind zu entfernen. Körner, die größer sind als ein Viertel des Lastplattendurchmessers, dürfen nicht unter der Lastplatte vorhanden sein. Zum Ausgleich von Unebenheiten wird erforderlichenfalls eine wenige Millimeter dicke Schicht aus trockenem Mittelsand oder Gipsbrei aufgebracht. Darauf wird die Lastplatte durch Drehen und durch leichte Schläge eingerichtet. Wenn man ein Gipsbrei verwendet, muss mit der Durchführung des Plattendruckversuchs so lange gewartet werden, bis diese Gipsunterlage abgebunden ist. Nun wird der Hydraulikzylinder mittig auf die Lastplatte und rechtwinklig zu dieser unter das Belastungswiderlager gestellt. Dabei muss man auf eine ausreichende Stabilität der Belastungseinrichtung achten, damit diese während des Versuchs nicht ausknickt. Die Setzungsmesseinrichtung muss gewährleisten, dass diese im Zuge des Versuchs ausschließlich die Setzung der Platte misst. Dafür muss die Messvorrichtung ausreichend weit entfernt vom Setzungsgeschehen sein, da es sonst zu fehlerhaften Setzungsmessungen kommen könnte. In der Praxis sind zwei Varianten für die Setzungsmessung üblich. In der einen Variante wird die Setzung über einen Messaufnehmer direkt an der Platte gemessen. Dabei ist aber unbedingt sicherzustellen, dass dieser Messaufnehmer an einem Messbalken befestigt ist, der durch die Belastung der Platte nicht beeinflusst wird. In der anderen Variante wird die Setzung der Platte über eine Hebelkonstruktion auf die Setzungsmesseinrichtung übertragen. Auch hier ist das Auflager der Hebelkonstruktion so weit von der Lastplatte entfernt zu platzieren, dass dieses durch die Belastung der Platte nicht beeinflusst wird. Außerdem muss das Verhältnis der Hebelarme bei der Setzungsmessung berücksichtigt werden. Der Wegaufnehmer bzw. die Messuhr müssen senkrecht zur Versuchsfläche stehen. Beim Einrichten der Lastplatte ist auch darauf zu achten, dass die Tastspitze der Messuhr nicht behindert wird. Anschließend wird die Lastplatte mit einer geringen Spannung vorbelastet. Bei Verwendung einer Lastplatte von 300 mm Durchmesser beträgt diese zum Beispiel 10 kN pro Quadratmeter. Dadurch werden noch vorhandene Unregelmäßigkeiten unter der Platte ausgeglichen. Frühestens 30 Sekunden nach Aufbringen dieser Vorbelastung wird die Anzeige der Messuhr bzw. des Wegaufnehmers auf Null gestellt. Im Versuchsverlauf sind mehrere Laststufen mit etwa gleich großen Lastintervallen bis hin zur größten Laststufe aufzubringen. Die Last wird dabei über eine Hydraulikvorrichtung aufgebracht, bei der durch Pumpbewegungen der Druck im Hydraulikzylinder steigt. Über eine Druckmesseinrichtung wird regelmäßig überprüft, ob der Druck für die jeweilige Laststufe passend ist. Die maximale Belastung wird mit Sigma 0 Max bezeichnet und beträgt für die 300er Lastplatte typischerweise 500 kN pro Quadratmeter. Die Last wird während jeder Laststufe für mindestens 120 Sekunden konstant gehalten. Vor jeder Belastungsänderung werden die Messwerte in das Versuchsprotokoll eingetragen oder vom Messgerät elektronisch aufgezeichnet. Die Lastplatte ist nach Erreichen der Höchstlast in drei Stufen von 50%, 25% und etwa 2% der maximalen Spannung zu entlasten. Nach dieser Entlastung wird die sogenannte Wiederbelastung durchgeführt. Dabei wird die Platte erneut stufenweise bis zur vorletzten Laststufe des Erstbelastungszyklus belastet. Ziel dabei ist es, im vorbelasteten Bereich zu bleiben. Die zu jeder Laststufe gehörige mittlere Normalspannung Sigma 0 und die zugehörigen Ablesungen an der Messuhr bzw. am Wegaufnehmer der verwendeten Setzungsmesseinrichtung werden protokolliert. Die Messwerte der Normalspannungen der jeweiligen Laststufen und der zugehörigen Setzungsmesswerte werden in einem Spannungssetzungsdiagramm dargestellt. Dabei werden die Messpunkte der Erstbelastung mit einer ausgleichenden Erstbelastungskurve miteinander verbunden. Die Messpunkte der Entlastung werden linear und diejenigen der Wiederbelastung erneut mit einer ausgleichenden Wiederbelastungskurve miteinander verbunden. Zur Unterscheidung der B- und Entlastung werden diese mit entsprechenden Richtungspfeilen gekennzeichnet. Anhand der resultierenden Drucksetzungslinien ist eine Beurteilung der Verformbarkeit und der Tragfähigkeit möglich. Als Ergebnisse werden dabei die sogenannten Verformungsmodule der Erstbelastung, EV1, und der Wieder- bzw. Zweitbelastung, EV2 ermittelt. Zusätzlich dient auch der Verhältniswert EV2 dividiert durch EV1 zur Beurteilung der Verdichtungsgüte. Der Verformungsmodul EV errechnet sich in beiden Fällen nach der Theorie des elastisch-isotropen Halbraumes. Dazu werden die einzelnen Messpunkte für die Erst- und Wiederbelastung zunächst durch eine Parabel angenähert. Durch eine Regressionsanalyse können deren Parameter A0 A1 und A2 bestimmt werden. Damit kann man dann den Verformungsmodul berechnen, und zwar zu EV ist gleich 1,5 mal den Radius der Lastplatte R mal 1 dividiert durch A1 plus A2 mal Sigma 0 Max. Es gibt eine etwas vereinfachte Berechnungsmethode, bei der der Verformungsmodul auch als Sekantmodul der Drucksetzungslinie aufgefasst werden kann. Dazu werden folgende Punkte auf der Drucksetzungslinie bestimmt. Einmal der Punkt P1 für sigma1 gleich 30% mal sigma0 max und die zugehörige Setzung S1, beziehungsweise der Punkt 2 mit Sigma 2 gleich 70% mal Sigma 0 max und die zugehörige Setzung S2. Durch diese beiden Punkte wird nun eine Sekante gelegt. Damit lässt sich der Verformungsmodul dann wie folgt berechnen. eV ist gleich 1,5 mal der Radius der Lastplatte R mal Delta Sigma durch Delta S. Delta Sigma ist in dem Fall Sigma 2 minus Sigma 1 und Delta S ist S2 minus S1. Auf der Baustelle wird in der Regel über die automatisierte Messwerterfassung der Versuche ausgewertet und per Knopfdruck in ein Versuchsprotokoll ausgegeben. Sieht dann so aus, wie Sie hier sehen, wie so ein Kassenzettel. Und darauf sind dann die eben erläuterten Diagramme mit den zugehörigen EV1 und EV2-Werten aufgeführt, das Verhältnis von Verformungsmodul EV2 zu EV1 sowie die einzelnen Messpunkte in Form von Wertepaaren der Spannung und der Setzung. Sogar die Parameter der Ausgleichsfunktionen sind unten mit angegeben. Schauen wir uns das Ganze mal mit einem Beispiel an. Dafür werden die Daten aus einem Plattendruckversuch im Spannungssetzungsdiagramm aufgetragen und zwar zunächst einmal für die Erstbelastung hier in grün als Wertepaare zwischen der aufgebrachten Vertikalspannung und der zugehörigen Setzung. Diese Punkte werden anschließend durch eine Ausgleichsfunktion miteinander verbunden so wie Sie das hier sehen. Anhand dieser Daten kann man jetzt bei 30% der maximalen Vertikalspannung, das wären hier 0,15 MN pro Quadratmeter, die zugehörige Setzung von 0,85 mm und bei 70% der maximalen Vertikalspannung eine Setzung von 2,2 mm ablesen. Die Entlastungskurve wird als geradlinige Verbindung zwischen den Entlastungspunkten, die hier blau dargestellt sind, ins Diagramm eingetragen. Anschließend folgt die Wiederbelastung, mit der man dann den Wiederbelastungsmodul ermittelt, hier violett dargestellt, wieder als die einzelnen Punkte der Wiederbelastungskurve. Die durch eine Ausgleichsfunktion miteinander verbunden werden. Auch hier werden bei 30 und 70 Prozent der maximalen Vertikalspannung die zugehörigen Setzungswerte abgelesen, ergeben sich hier also zu 2,45 mm, beziehungsweise bei der Spannung von 0,35 MN pro Quadratmeter zu 2,96 mm. mit Hilfe dieser Setzungswerte kann man dann die Verformungsmodule ermitteln als 1,5 mal R mal Delta Sigma durch Delta S für die Erstbelastung ergibt sich hier ein Verformungsmodul von 33,3 MegaNewton pro Quadratmeter und für die Wiederbelastung einer von 80,4 MegaNewton pro Quadratmeter der Verhältniswert ist ebenfalls ein Kriterium, was man sich anschaut, ergibt sich hier zu 2,41, also 80,4 durch 33,3. Ja, jetzt haben Sie einmal gesehen, wie der statische Plattendruckversuch nach DIN 18134 durchgeführt wird, um im Baufeld eine Qualitätskontrolle der Verdichtung durchzuführen oder eines anstehenden Untergrunds. Mit den ermittelten Kennwerten kann man dann prüfen, ob die Verdichtungsqualität ausreichend ist oder ob eventuell noch zusätzliche Maßnahmen erforderlich sind.